In diesem Video geht es um die Frage, wie exportieren wir unser Textdokument als PDF? Zuerst zu der Frage, warum denn überhaupt ein PDF exportiert werden soll. Dies hat mehrere Gründe. Einerseits ist PDF ein offenes Format, das quasi der Standard zum Austausch von elektronischen Daten und Dokumenten ist. Zudem ist das PDF plattformunabhängig. Das heißt, ich kann die Datei mit Windows öffnen, mit Linux, oder vielleicht sogar mit unserem Smartphone. Überall wird es angezeigt. Zudem wird es überall gleich angezeigt. Das Erscheinungsbild des Originaldokumentes ist sowohl bei mir als auch beim Empfänger dann gleich. Das sind die Hauptvorteile, warum wir etwas als PDF exportieren wollen. Zudem kommt, dass wir in der Schule die PDF-Dateien an unseren Kopierern einfach ausdrucken können. Nun zu der Frage, wie exportiere ich denn ein Textdokument als PDF? Dazu öffnen wir das Dokument, welches wir mit der Textverarbeitung exportieren wollen. Nun ist es ein bisschen abhängig von der Anwendung. Die meisten haben im Menü unter Datei eine Möglichkeit, das Dokument zu exportieren. Bei LibreOffice ist es der Befehl Exportieren als PDF. Wenn wir diesen auswählen, erscheint ein neues Dialogfenster, genannt PDF-Option. Hier können wir jetzt verschiedene Einstellungen tätigen, zum Beispiel welche Seiten sollen exportiert werden, wie sollen die Bilder behandelt werden oder soll vielleicht sogar eine bearbeitbare Datei mit eingefügt werden. Diese Standardeinstellungen sind soweit okay und wir können direkt mit Exportieren den Dateibrowser öffnen und nun das Verzeichnis auswählen, in dem wir es speichern möchten. Wenn wir diesen dann gefunden haben, gehen wir auf den Speichern-Knopf und das Dokument wird exportiert. Ich bekomme hier gerade noch eine Fehlermeldung, dass diese Datei bereits existiert und ich werde gefragt, ob ich diese ersetzen möchte. Das mache ich in diesem Fall. Nachdem wir das PDF nun exportiert haben, haben wir hier unser Dokument. Dieses sieht nun bei mir und bei allen anderen Geräten gleich aus.